Oh schon! Eins ist immer drin. Verbrennen, Chippy! Oh, das ist zumindest schon mal eine gute Versteckenprobe. Hm, ich sehe gar keine. So, okay, ja. Oh Gott. Ja. Chippy! Würfel die 20 neu! Schaffst du das dann? Er hat doch seine Überreden. Nein, das schaffe ich immer noch nicht. Nee, du musst, Hallo, musstest die ganze Probe neu werfen. Ja. Gut, ja, dann sitzt Ragnar da in dem Schatten. Man erkennt sein Gesicht nicht, aber dass da wohl irgendeine Lubdiel-große Kreatur sitzt. Ragnar, du sollst kommen, hat Jalan gesagt. Die wollen was nicht, von dir. Hab ich nicht gesagt. Dann komm. Was ist denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Jalan sagte, ich soll dich holen. Ich ja, sag ihm, genau, ich kann gerade nicht. Ich hab nicht genau zugehört. Sag ihm, ich kann gerade nicht. Ja, sie dreht sich wieder um, lässt die Gardine los und geht dann wieder direkt auf euch zu. Er kann gerade nicht. Ich würde gerne durch irgendeinen Hintereingang verschwinden. Myria, meine Hübsche. Jeder geh uns doch hat. Was holen. Geh uns drei ein... nee, eher nicht. Geh uns mal einen Tee holen und komm erst wieder, wenn er nicht mehr da ist. Ich packe mir an den Kopf. An. Ja, ich bin die Straße gegenüber beim Ingrim-Tempel. Gut, wo auch immer. Packe mir an den Kopf und geh selber zu Ragnar. Der ist weg. Keiner da. Nun! Greifenmund, wollt ihr mich verarschen? Vielleicht. Ihr habt jetzt einen Namen von mir bekommen. Und damit werde ich auch diese Sitzung jetzt beenden. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit einem aufgeblähten Ritter zu unterhalten. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich scheue ihm eine. Rachsucht. Ich würfel gar nicht jetzt, ich scheue ihm direkt eine. Sollen wir jetzt angreifen? Ich guck dich an. Was ist los hier? Niemand greift an. Ich würde ihm aber auch gerne eine verpassen. Er hat mich jetzt zweimal dumm genannt. Ich habe mich so beherrscht, Jalan. Während ihr euch da unterhaltet, also Arvid geht. Ich möchte ihn festhalten. Ich habe nicht gesagt, ich verpasse ihm eine. Ich gehe hin und verpasse ihm eine. Ja, dann kannst du ihm hinterher eilen und an der Türschwelle vom Fex-Tempel würdest du ihn dann wieder erreichen. Würfel mal ein Plus oder Minus. Plus oder Minus. Plus. Dann stehst du außerhalb des Tempels auf der Türschwelle und kannst ihm da dann eine verpassen. Kurz, ich hab doch gesagt, ich halte ihn fest, bevor er geht. Puh, ich hab's sogar geschafft. Gut, dann seid ihr halt... Als ob ich ihn einfach laufen ja, lasse. Alles klar, dann er dreht sich gerade um, Fiona packt zu und hält ihn fest. Dann steht er immer noch im Fex-Tempel und Jalan kann zuschlagen. Ja, kriegt richtig schön von links nach rechts eine gewatscht. Ja, hast du deine Rüstung an, bestimmt. Ich habe keine Plattenhandschuhe, also ist das egal. Ah, okay, gut. Ja, dann wird seine Wange rot, er geht natürlich in die Knie, bricht zusammen. Fiona hält ihn weiter fest, sodass er gar nicht zusammenbrechen kann, aber er wird plötzlich sehr schwer. Seine Wange ist nicht aufgerissen, aber einfach nur rot, ja. Jetzt hör mal, du kleine Kontorratte. Vergiss nie, wo du geboren wurdest. Spiel dich nicht für mehr auf, als du bist. Dafür, das werdet ihr büßen. Hört ihr? Er hat gesagt, er hat Geld. Das werdet ihr büßen. Entführen und ihn mitnehmen. Wir werden niemanden entführen. Lass mich sofort los. Habt ihr gehört? Lass mich sofort los! Ich halte ihn mit dem Mund zu mit der anderen Hand. Eine Hand in der anderen Hand. Lass den Mann los. Er hat mich dumm genannt. Ich will, dass er das zurücknimmt. Zwei Geweihte kommen auf euch zu. Meine Herren, ich muss doch sehr bitten. Ich lege großen Einspruch ein. Lasst ihn bitte sofort los. Wir befinden uns in einem Tempel. Er hat mich beleidigt. Er soll sich nur entschuldigen. Lasst ihn sofort los. Jona, du hörst den Mann. Bitte lass ihn los. Ich möchte nochmal zudrücken, ohne dass man es richtig sieht. So, und ihn dann loslassen. Ja, sofort ist auch ein kleines Beutelchen beim Fexgeweihten offen, das er dann einmal aufmacht und dir unter die Nase hält. Ihr werdet jetzt eine Entschädigung an diesen Fex-Tempel zahlen, dass ihr die Prinzipien dieses Tempels entehrt habt. Was sind denn die Prinzipien des Tempels? Ein Tempel ist immer ein friedlicher Ort, nicht nur unbedingt ein Zartempel. Er bezahlt jetzt. Er klopft so ein bisschen auf diesen Geldbeutel. Ich gucke auf Jalan. Warte, das regelst du. Ich gucke, glaube ich, guck, ob ich einen passenden Nachteil ab. Nö. Ich gebe ihm ein paar Münzen. Ja, die werden genau abgezählt. Wie viel willst du ihm denn geben? Hat er überhaupt Geld? Ja, habe ich. Da ich mir ja von Ragnar was geliehen habe. 5 Dukaten.
Ach, 5 Dukaten. Ich dachte immer, dass du die Dinge sind bezahlt, die Unterkunft. Noch nicht. Oder? Ja, 5 Dukaten später wird der Fex-Geweihte, die Fex-Geweihten werden wieder verschwinden, rufen euch auch nochmal nach, nicht mehr in diesem Tempel. Ich warne euch, das nächste Mal wird teurer. Havid Sehr knurrt. gut, sehr gut. Genau, das nächste Aus. Mal wird teurer. Ja, ich sammle Myria auf und schaue mich mal nach meinem treulosen Kameraden Ragnar um. Heißt das jetzt, der ist kein Paktierer? Er ist nicht Scheinbar verbrannt. nicht. Er hatte kein Blut aus den Ohren, Augen, Nase. Bäh. Nur aus der Wange, als er dann geschlagen worden ist. Vermutlich ist er einfach nur gierig, sonst gar nichts. Dreckskack. Naja, Ja, dann. Ragnar würde da draußen wahrscheinlich auch irgendwo rumstehen und so sehr unbeteiligt versuchen auszusehen, bis der Arvid-Störreband dann weg ist. Ja, ihr könnt da so ein paar spielende Kinder draußen sehen und die laufen dann irgendwann weg, kommt dann auf sie zu. Moment, das ist ja gar kein Kind, das ist ja Ragnar. Sollte das? Ragnar, wo warst du denn? Du solltest ihm einen Namen geben. Ich sollte ihm einen Namen geben. Mir wurde gesagt, ich soll zu ihm hingehen. Hä? Nein, du sollst uns einfach einen Namen geben und tauschst du seinen Namen. Einer für uns, einer für ihn. Einer für uns, einer für ihn. Ist doch nicht so schwierig. Was hat es denn jetzt mit den Bildern auf sich? Wollte er nicht sagen, aber er hat uns gesagt, wer sie ihm geliefert hat. Er sagt, er kommt alle 6 Monate her. Ob das eine Aber Lüge war? wenn er diese Bilder geliefert bekommt, was ist denn das für ein Mensch? Auf einem dieser Bilder wird ein Effort-Geweihter von Ratten gefressen. Kannst du dich in der Stadt nach diesem Mann umhören? Ach, und Arvid ist egal, dass er die Bilder kauft. Scheinbar. Euch ist das egal, dass Arvid diese Bilder kauft, ja? Was soll ich daran machen? Das ist doch keine Kunst mehr. Ich glaube immer noch, Und? das ist ein dummer Zufall. Außerdem Das habe ist ich doch auf dem Schlachtfeld schon Gesinderei. viel Schlimmeres gesehen. Schlimmeres gesehen, in den Schattenlanden oder was? Warst du schon mal im Krieg, Ragnar? Nein, war ich nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die im Krieg, auch wenn sie Paktierer waren, ziemlich offensichtlich solche Bilder bei sich hätten. Es Was geht hat das nicht um eine die jetzt mit dem anderen Bilder, zu es geht tun? darum, was drauf ist. Mich schockiert sowas einfach nicht mehr so schnell. Nun, aber dies ist ein deutliches Zeichen für mich, dass dies jemand nur mit äußersten Perversionen genießen kann. Ich meine, was sind denn das für Bilder? Würde mir sowas nicht in mein Zimmer hängen wollen. Ich weiß es nicht, Ragnar. Ist er nicht Händler? Ich dachte, die Steuerbahn sind so ein großes Handelsding. Ich meine, vielleicht wollte er sie aber weiterverkaufen, Gewinn bringt. Hat sie ausgehangen gehabt. Ja, damit Leute sie sehen können, die sie vielleicht teurer kaufen wollen. Er will sowas kaufen hier in Festung. Für mich sind das alles Paktierer und Ketzer, die sowas kaufen würden. Kannst du das denn beweisen? Was? Dass er an Paktierer Bilder verkauft. Nein. Er Aber hat gesagt, für ihn diese ist Bilder das. Das ist sprechen für einfach nur sich. seine Meinung. Diese Bilder sprechen doch für sich. Dieses Bild kannst du einem Preisgeweihten zeigen. Du kannst ihn nach seiner Meinung fragen, wenn du willst. Vielleicht werde ich das nachher tun. Bis dahin sollten wir uns vielleicht den Händler ansehen, der die Bilder gebracht hat. Den Maler, wie auch Wenn er denn immer. noch hier ist. Wenn er denn noch hier ist. Ja, ihr habt gesagt, er hat einen Namen gesagt. Was für einen Namen denn? Volterach. Volterach. Ja, ich kann nicht mehr umhören. Ich denke immer noch, Jalan wird ihn hier aber davon gehen lassen sollen. Wir können Aber warte, Schritt auf oder der her. Liste. Auf der Liste stand doch Sadik von Volterach, oder? Richtig. Ja. Hat er dir ja gestern aus Versehen vorgelesen? Richtig. Was für eine Liste? Nee, das war gerade eine Erinnerung von Rachna. Achso, Seid ihr dann ist vielleicht es mir Sadik sogar. von Volterach? Möglich, Volterach ist jetzt kein häufiger Name. Wer ist das hier, Alan? Keine Ahnung. War auf Ihr jeden kennt Fall doch den Namen. jemand. Namen Was? kenne ich nicht. Ich weiß Ihr nur, dass kennt ich doch den sonst Namen. niemanden kenne, der Woher? Volterach heißt. Oh. Aber Ragnar, woher kennt ihr den Namen? Er war gestern auf der Gästeliste der Party. Warum wisst ihr, wer bei Starrebrands auf der Gästeliste steht? Weil ich ihn besuchen wollte.
Ich werde jetzt nicht weiter nachfragen. Findet einfach den Mann. Ja, ich werde es versuchen. Ja, dann wird sich nach dem guten Zadig von Volkerach rumgefragt. Wenn man da nichts findet, wird sich nach Rollo dem Grollen, ich weiß es gar nicht, nach halt nach allen Leuten umgefragt, die gestern da waren. Ja, zu Zadig von Volkerach selber findest du in Festum überhaupt keine, also überhaupt nichts. Es ist schon fast erschreckend, wie wenig über diese Person bekannt ist. Aber zu dem Grollen findest du was. Der ist wohl schon häufiger in dieser Stadt gesehen, aber auch in anderen. Ein Händler, meistens aus Aranien. Ehemals zumindest Elburum. Und damit nicht nur Aranien, sondern mittlerweile Oronisches Reich. Kann ich mal herausfinden, was mit was der handelt? Zufälligerweise mit Lebensmitteln? Bei dem Grollen würfel mal eine Gassenwissenprobe. Darauf habe ich gewartet. Habe ich mir gedacht. Nicht. Ja, der Grollm handelt quasi mit allem, was Geld bringt, wie das eben Grollme so tun, auch mit Essen. Gerade dadurch, dass er aus Aranien kommt, ist das natürlich auch ehemals ein Verbindungsmann gewesen für das Getreide. Und der wird jetzt wahrscheinlich da sehr teuer neues Essen verkaufen. An Leute, die es sich leisten können. Ja, ich überlege gerade, wer sonst noch alles dabei war. Die Gelehrten Voldomir und irgendwas. Aus Nersand. Und dann weiß man über die? Und ein gewisser Leutnant. Das sind wohl Bibliothekare. Bibliothekare, okay. Bibliothekare aus Nersand. Irgendwo aus dem Rathaus, meinst du? Und ja, wurde dir der Name vom Leutnant genannt? Von dem Typen, der es vorgelesen hat? Das ist wieder eine Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, er hat alle Namen gesagt, aber ich bin nicht 100% sicher. Nein, Leutnant zur See Alrixey. Leutnant zur See Alrixey, ja. Würde ich mich auch mal drum nach umhören. Ja, das ist ein stadtbekannter Seefahrer, Leutnant, hat hier auch seine Ausbildung gemacht und der ist wohl vor ein paar Tagen aufgebrochen in Richtung Maraskan. War der wohl gestern nicht da? Du weißt, dass das der ist, mit dem wir mit der Dämonenleiche wieder zurückgebracht haben. Okay. Ah, dann ist das ein Verräter, jetzt check ich's. Ding, 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 ding! Fünf ja, Punkte wo soll ich das denn wissen? Bis gerade eben kannte ich den nicht. Gaffi sagt doch auch mal was. Wenn ich den jetzt eben nicht kannte, was soll ich denn da machen? Aga. Ja, dann, ne? Freue ich mich trotzdem nach dem um. Ja, wie gesagt, der ist nicht in Festub, der ist vor ein paar Tagen nach Maraskan unterwegs gewesen. Okay, und der Grollo? Weiß man, wo der ist? Wahrscheinlich in Elburum. Den hat man auch schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Also, der war wohl mal damals, vor ein paar Jahren, war der ziemlich oft hier. Ist wohl auch schon ein bisschen älter für einen Grollm. So, okay. Man munkelt, vielleicht ist er schon 10 Jahre alt. Was? Ach du Scheiße. Ja. Hoffen wir mal nicht, dass er noch einen Gehstock braucht. Ja, nee, keine Ahnung, ich würde dann halt irgendwie versuchen, den Grollo zu finden oder den Alrixey zu finden oder irgendwen zu finden. Ja, sie sind alle nicht in Festum. Sind nicht da. Also, wie gesagt, über Zadig von Volterach oder von Volterach, wie auch immer, findest du gar nichts heraus. Überhaupt nichts. Und die anderen sind alle nicht in Festum. Alles klar. So. Ja, dann gehe ich zu den anderen und meine. Weiß nicht, wo die sind. Die Gäste. Richtig. Weder dieser Zadig von Volkerach, noch dieser Grollo. Weder die Gelehrten, die wohnen irgendwo in Nersand. Alrixey kenne ich auch nicht. Alrixey? Ja, irgend so ein Leutnant. Leutnant Alrixey. Wie weiter? Weiß ich nicht. Wer wird Leutnant Alrixey genannt? Zur See oder sowas. Kann auch sein, dass er Fähnrich gewesen ist. Ach, wirklich? Nun gut, und zu den anderen hast du nichts herausgefunden?
Nur, dass sie nicht hier sind. Radek von Voltarek gar nichts. Wo sind sie denn dann? Die beiden Gelehrten sind angeblich in Nersand. Der Grollo der Gronn soll irgendwo im Oronischen Reich sein. Und der Arixel soll Richtung Marakskan aufgebrochen sein. Vor einigen Tagen. Ja. Ja, dann ist das denn so wichtig, das jetzt zu klären mit den Bildern. Ich meine, wir wollten eigentlich aufbrechen. Ich wollte gerade sagen, wir bezahlen die Söldner schon. Und richtig, wir brechen heute noch auf. Myrian, notier dem, lass dir mal von Ragnar den Namen diktieren. Wir werden, falls wir zufällig in der Nähe sind, uns da mal drum bekümmern. Elborum oder so. Ja, wir kommen ja bestimmt öfter mal mit unserer Arche nach Elborum oder so. Höre ich da ein Minimum an Spott in deiner Stimme? Gar nicht. Das Mädchen hat keinen Respekt. Du auch nicht. Na und? Ich habe auch schon was erreicht. Die nicht, die ist einfach nur schön. Sie hat einen Paktierer getötet. Was glaubst du, wie viel ich schon getötet habe? Weiß nicht. Und wie viel hast du schon getötet, Jan? Mehr als du. Und wie oft wurdet ihr schon von einem getötet? Mehr als ich. Noch gar nicht, deshalb bin ich ja noch am Leben. Verdammt, ich habe Manning den Arm abgeschlagen. Ich muss mir sowas nicht anhören. Mit wessen Hilfe? Also vielleicht solltest du sie einfach ein bisschen besser erziehen. Wir brechen jetzt auf. Macht eure Sachen fertig, sammelt die Söldner ein. Ist das euer Ernst? Ja. Ist euer wirklicher Ernst? Ja. Ja. Okay. Er ist der Captain, er hat ja das Entscheidungskommando. Ignorieren wir, dass hier dieser Arvid Steuerbrand vielleicht mit irgendwelchen Paktieren im Bunde ist und vielleicht was sollen sogar wir tun? Was sollen wir tun, Ragnar? Sollen wir zu seinem Haus gehen, die Tür eintreten, nein, mit 70 Mann und alles auseinanderreißen? Wir könnten aber zum Beispiel erst einmal zur Preiauskirche gehen, denen diese Beweismittel unter die Nase legen, nicht unbedingt erzählen, dass man selbst dort gewesen ist, sondern vielleicht Leute kennt, die Leute kennen. Und also übergeben damit wir es einfach irgendeiner Tempelvorsteher hier und dann gehen wir. Wie aus auch das. Hauptsache, ich weiß, dass dieser Arvid-Störebrand mal genauer durchleuchtet wird und alle Leute, die damit zu tun hatten. Vielleicht wissen die auch, wer dieser Zadig von Voltarach oder dieser Alrixey oder diese anderen Typen sind. Dann tut das. Ihr habt 3 Stunden, ich sammle die Männer. Ich muss Ugdan noch einweisen. Genau. Wo ist der überhaupt schon wieder? Ist er schon wieder bei irgendwelchen Nutten? Dirn? Aber ich habe ihn heute Morgen Richtung Hafenviertel davon spazieren sehen. Ah. Ragnar, du weißt auch mittlerweile durch die Gespräche am Vortag, ihr habt einen eigenen Inquisitor bei euch im Gefolge. Den kannst du jetzt natürlich sofort abziehen, ne? Echt? Ja, nice. Klar, ihr habt aus Gareth habt ihr einen Pfeil des Lichts bekommen und einen Inquisitor. Und wenn du sagst, du willst den Inquisitor jetzt abziehen, dann geht das. Hey, den wollen wir doch mitnehmen. Setzt du einen eigenen Inquisitor auf Störrebrand an. Nein, Ragnar, doch? Nein. Warum nicht? Weil das unserer ist, den können wir nicht hier lassen. Okay, stimmt. Theoretisch können wir auch einfach zum Dingens gehen, zum Tempel und sagen, dass sich da ein anderer Inquisitor drum kümmern soll. Ja eben, Beides in 3 Stunden wirst du schon schaffen. Gut, also du kannst auf alle Fälle, ich verkürze das nochmal an dieser Stelle, du gehst zu Nadjesha von Gulnitz, beichtest ihr dann die Geschichte in deiner Ragnar-Version, Freund eines Freundes, der aus Versehen gestern Bilder gefunden hat. Nein, der nur die Straße entlang spaziert gegangen ist, dann ein paar Leute gesehen hat, die verdächtig aussahen, die dann weggerannt sind, dann würde man doch irgendwie Bilder das verloren. Dann würde man diesen Alrixey Dukyatev mal beschreiben, wie der aussah. Mhm. Und weiß nicht, ob der gefunden wurde. Auf alle Fälle, sie sichert dir zu, also sie spricht dir großen Dank aus, segnet dich einmal im Namen von Praios und würde dann versprechen, dass ihr einen Inquisitor darauf einsetzt, denn für genau solche Fälle gibt es die Inquisition. Niemand erwartet. Und vielleicht könnte es sein, dass der Arvid Störebrand jetzt einen Attentäter auf uns ansetzt. Also vielleicht, Da kannst du von ausgehen. Darum vielleicht sicher gehen, dass der Mann hier nicht allzu oft die Villa verlässt. Bitte sicher gehen, dass wenn er die Villa verlässt, dass er genau beobachtet wird. Denn ich habe nicht so viel Lust darauf, gemeuchelt zu werden. Mhm. Erklärst du erstmal der Praioskirche, wie sie ihren Job machen soll. Ja klar. Also ich sag denen halt nur, dass ich nicht gerne sterben würde. Ja, du, also immerhin, du bist KGA-Agent, du wirst wissen, was du tust. Ja, richtig. Gut. Ja, bekommst du auf alle Fälle den Segen von Praios und das Versprechen, die Inquisition wird sich um Arvid kümmern. Der Segen verpufft direkt, oder? Warum? Weil ich gerade die Praios-Kirche angelogen habe. Ja, okay, dann ist er halt sofort weg. Also sie gibt ihn am Ende, aber
du fühlst dich so ein bisschen dumpf im Kopf, so richtig, ah, oh, Blackout. Du willst immer irgendwas sagen? Ah, nee, Moment, ich habe schon wieder vergessen, worum ging es eben. Du fühlst dich die nächsten 3 Tage auf dem Weg Richtung Dämona hier richtig dumm. Vielleicht habe ich es ja doch getan. Okay, ja, ihr könnt dann ungefähr 2 Stunden später in Richtung eurer Tore, das Nordtor, könnt ihr gehen und dort findet ihr dann das vor, was ihr eingekauft habt. Dann doch bitte einmal eine Vorstellung davon, was ihr euch letztendlich mitgenommen habt. Ich denke zuerst soll zu erwähnen, dass Daios vermutlich viel Zeit damit verbracht hat, durch die halbe Stadt zu jagen und in den besten oder auch miesesten Kaschem Schiffsmannschaft zusammenzutreiben. Keine normalen Matrosen, sondern eher diese unterstützende Mannschaft. Also er hat Navigatoren aufgetrieben, er hat Medicae aufgetrieben, 3 Stück. Mehr oder minder gute Köche. Ragnar würde vermutlich zu minder tendieren und Wascher erst recht. Und aus irgendeinem Grund auch eine Batterie an Segelmachern und Zimmermännern, obwohl wir ja keine Segel an Bord haben. Des Weiteren sind eingetroffen die von den diversen Kirchen und Akademien zugesicherten, versprochenen oder einfach nur uns aufgeheizten Unterstützer, unter anderem ein Inquisitor mitsamt einem Pfeil des Lichts als Gefolge, dessen Namen ich leider gar nicht parat habe. Genau, Inquisitor Praeodini aus Gareth, eine Inquisitorin, zusammen mit Magister Hesindian Weißhaupt, Pfeil des Lichts. Die kommen also von Dexter Nimrod. Denn der hatte ja einmal mit seinem Finger geschnippt und es gab ein Transversales und das ist dann das, was bei rausgekommen ist. Man will sich nicht beschweren. Ebenso ist hier seine Gnaden Haswolf Ingridsson von der Svafnir-Kirche, der sich nicht hat nehmen lassen, selbst mitzukommen. Genauso wie Arbert von der Zweite von Bollstedt, seines Zeichens stellvertretender Vertreter des Roten Salamanders hier in Festum, der ebenfalls die Gelegenheit, hier ein wenig Gold zu verdienen, nicht verstreichen lässt. Und vermutlich hinterher noch sehr viel mehr Gold zu verdienen, wenn er Tränke aus Eichenkäfern macht. Ragnar hätte. Ah, Entschuldigung. Diese Sache noch. Ebenso neben hinter Jasper, dem Wandler, 5 Magi, die hier die Arche am Ende erforschen und durchleuchten sollen. Vertreten bzw. vorstellig wird dann Magistra Kohlraab von der Halle des Quecksilbers zusammen mit ihren 4 ja, Schülern. In verschiedenem Alter und ja, wie gesagt, Jasper der Wandler, der sehr ungern gesehen ist. Er genießt einen äußerst schlechten Ruf in Festum, aber ihr wolltet ihn dabei haben und so wird er eben auch akzeptiert werden müssen. Ragnar hätte übrigens auf dem Weg nochmal irgendwo Bisfrabul gesehen und hätte ihn gefragt: Ey Junge, willst du mitkommen? Bisfrabul ist schon unterwegs. Wenn du dich nach ihm umfragst, wirst du wohl feststellen, dass er in der Ingrim-Kirche war und hat sich dort ein Bein aus Eisen anfertigen lassen. Und mit dem ist er dann wohl schon in Richtung des Schiffes gehumpelt, denn Ja, er gut. lässt sich nicht von Jarlan sagen, was er auf, ob er auf das Schiff mit darf oder nicht, denn Hat man Jarlan ist sich gegen schwach. ihn entschieden? Ich meine, so Das ohne ihn. interessiert ihn. Ja, das Ja, interessiert aber ihn dann müssen wir nicht. ihn irgendwie zurückhalten, weil Das wir haben uns natürlich interessiert dagegen ihn entschieden und nicht. können wir nicht irgendwie Also, den Vorteil bezwingen, ihn zurückzunehmen? wenn Ragnar ihn als Leibwächter haben möchte, du wirst erfahren, dass er schon dort ist. Sehr gut. Aha. Ja, im Notfall muss ich ihn dann das nächste Mal einfach umbringen. Dann ist er eben weg. Selber schuld. Gut, weitermachen. Hat Ragnar noch was? Sonst mache ich noch kurz. Ragnar wollte eben irgendwas einwerfen. Nö, ich dachte nur, ich würde Ach, du hier wolltest vielleicht bis Rabu. Ja. Bisfrabul vergessen, aber der ist ja schon unterwegs, sehr schön. Ebenso, unter Führung des, seine Männer nennen ihn immer noch Oberst, aber er selbst ist irgendwas, irgendein solcher Führer. Alarich Hesindian von Ebersfeld, insgesamt noch knapp 150 Söldner, die hier auf ihre Praios-Kirchen angeordnete Belehrung warten. Wo kommen diese Und Männer ich. her? Was Hast du steckt für eine Karten? Geschichte hinter Alarich Hesindian von Ebersfeld? Alarich von Ebersfeld war tatsächlich mal Oberst, weshalb er auch so genannt wird. Er war dafür verantwortlich, das 3. Aufbauregiment in Isilia auf Vordermann zu bringen, als dann irgendwann Borbarath kam.
Im Zuge dessen wurde sein Regiment, so wie viele andere zu diesem Zeitpunkt auch, aufgelöst, einfach weil die Mannstärke so weit gesunken war, dass man den Offiziersstab und den Tross dazu nicht mehr brauchte und Geld sparen wollte. Er hat dann seine verbliebenen Soldaten noch gesammelt und am Ende lief es darauf hinaus, dass sie sich als freischaffende Söldner in der Umgebung Tobriens ihren Lebensunterhalt verdient haben. Wie gesagt, derzeit etwa 150 Mann. Wie viele wirklich mitkommen, wird sich nach der Belehrung zeigen. Das ist die Mannschaft. Die Geschützleute Henker vom Näher Ah, die habe ich tatsächlich vergessen. mit Bronn dem Jäger. Gut, dann schauen wir einfach mal auf die zweite Seite, die Bewaffnung. Fiona als Geschützmeisterin, was hast du denn an Bewaffnung mit einpacken lassen? Also, wir haben immer die schwere, eine schwere Rotze mit 20 Eisenkugeln als Munition. Dann haben wir zwei mittelschwere Rotzen mit jeweils, ich gebe an, jeweils sind das 100 Eisenkugeln oder sind die für beide zusammen? Insgesamt. Insgesamt. Ja, dann insgesamt 100 Eisenkugeln. Dann haben wir drei leichte Rotzen dabei mit 150 Eisenkugeln. Ja. Dann haben wir noch. Steht da extra die 0 oder haben wir die nicht dabei? Also es steht einfach nur keine 1 oder sind die nicht dabei? Einfach, also wenn es null ist, ist nicht eingekauft. Okay. No, dann haben wir eben noch von der Gezeitenspinne die 5 Harpunale, die sowieso schon da waren, und 25 Harpunenspeere. Genau, die Genau. Speere noch dazu gekauft, mit dem man einen Drachen umbringen kann. Wenn man Glück hat. Im Und Süßigkeiten-Warenladen. ja, daneben steht dann noch Romilly, die leider gerade nicht da ist, also hier nicht da ist, die vermutlich einen ziemlich großen Rucksack auf hat oder eine sehr große Umhängetasche, die mit allerlei Kräutern, Mittelchen, Salben und Pasten vollgefüllt ist, mit der sie die Schiffsapotheke zu bestücken gedenkt. Ebenso steht hier dann vermutlich noch ein Wagen, den man angemietet hat, Ja, eine den man ganze Menge vielleicht. Wagen. Also das, Ja. allein die schweren Rotzen zu transportieren. Also viele, viele Wagen sind jetzt gerade unterwegs. Natürlich, also ich meine nochmal extra einen Wagen. Die werden vermutlich auch, anstatt irgendwo abgegeben zu werden, hinterher einfach auseinandergenommen und für Baumaterial verwendet. Genau. Indem diverse, also einmal eine sehr gut gepolsterte, auch in Schafsfellen, Rinderfellen, was gerade so da war, eingeschlagene Kiste, die nochmal in einer etwas größeren Kiste, die mit Stroh ausgekleidet ist, liegt dort drin, erklärt der Vardagas dann, wird wohl eine ganze Batterie an Navigationsinstrumenten sein. Und ansonsten große Mengen an Werkzeug, an Planken, ein Fass mit Teer. Transportiert man Teer in Fässern jetzt schon? Ein Fass mit Teer, was man auf normalen Schiffen so brauchen könnte. Warum ist den meisten Leuten, denen die Arche bekannt ist, nicht gar so von Bedeutung, aber Everlias pocht darauf, dass es nützlich wird. Eine ganze Menge Heiltränke in Butter eingegossen, ein paar Tuche und Segel. Ja. Die Heiltränke wird vermutlich von Wolstedt selbst mitgebracht haben, weil der sowieso von da kommt.